Guten Morgen, wir sind aufgestanden, wir frühstücken jetzt was und bauen dann ab. Die Uhrzeit, was haben wir? Einen Moment, 11 Uhr. Ja, wir haben wieder lang geschlafen, irgendwie schläft man hier so gut und ja, mit frühem Aufstehen ist hier irgendwie nichts, tut auch mal gut auf jeden Fall. Und ja, wir bauen ab, dann geht's aufs Kanu und dann suchen wir uns ein freies Dano, damit wir auch mal ein Feuer machen können. Wir haben nämlich in Schweden noch kein einziges Feuer gemacht. Und es ist jetzt schon der 6. Tag. Ja, ziemlich peinlich eigentlich. Aber es hat sich irgendwie nicht so ergeben. An dem einen Tag hat es zu sehr geregnet. Und wir hatten auch irgendwie keine Lust, da jetzt noch großartig ein Feuer zu machen. An den anderen Tagen war es halt hier mit den Feuerstellen das Problem und den besetzten Danos. Aber gut, heute soll es auf jeden Fall klappen. Dann wollen wir ein bisschen Brot backen. Und ja, ich würde sagen, wir essen jetzt was und dann sehen wir uns gleich wieder auf dem Kanu. Also bis gleich. So, wir sind jetzt auf dem Rückweg, fahren jetzt wie auf dem Hinweg unter der Brücke durch und dann wollen wir Dano 18 anpeilen. Ich habe mir eben noch schön den Expander ins Gesicht gehauen, hier oben. Zum Glück nicht ein bisschen weiter drunter ins Auge. Nochmal Glück gehabt auf jeden Fall. Ganz schön gescheppert. Und ja, dann hoffen wir mal, dass Dano 18 diesmal frei ist. Wir sind extra ein bisschen früher jetzt losgefahren, damit wir auch mal ein freies Dano erwischen und nicht immer nachmittags. Und dann wollen wir Feuer machen. Hoffentlich klappt das. Soll zwar regnen, aber das kriegen wir schon hin. Bisschen Brot backen. Morgen ist ja auch schon vorbei. Morgen früh geben wir schon die Sachen wieder ab und dann fahren wir auch schon wieder zurück nach Frankfurt. Gut, wenn es was Interessantes gibt, melde ich mich. Ansonsten sehen wir uns gleich wieder am Dano. Ne? Bis gleich. So, wir haben jetzt ungefähr drei Viertel der Strecke geschafft. Gegen den Wind ist es natürlich noch mal um einiges anstrengender und es dauert auf jeden Fall auch länger als auf dem Hinweg, logisch. Auf dem Hinweg hatten wir schönen Rückenwind. Jetzt gerade mal umgreifen. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir jetzt noch, dass wir zu Dano 18 gehen, da aufbauen und hoffen, dass da niemand ist. Da die Handtücher praktisch auslegen, ganz im deutschen Stil. Und dann gibt es in der Nähe einen Autofriedhof. Und den wollen wir uns mal angucken und euch da natürlich auch mitnehmen. Ich denke mal Fußweg, einen Kilometer oder so habe ich glaube ich gesehen. Und ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Müssen nur gucken, dass wir es zeitlich alles schaffen. Ich muss auch noch mal die Solarpanels auslegen, weil es sonst echt kritisch wird. Obwohl eigentlich fahren wir auch morgen ja schon wieder zurück. Naja, gucken wir mal. Gut, alles klar, dann melde ich mich gleich nochmal, wenn wir angekommen sind. Bis gleich. So, die letzte Kiste für heute. Dann haben wir auch ausgeladen. Ja, ich werde jetzt gleich noch die Solarpanels aufbauen. Daily Business. Der Matthias wird den Teig fertig machen fürs Brot. Den lassen wir dann ziehen. Und in der Zeit wollen wir dann zum Autofriedhof gehen. Oder vielleicht sogar auch mit dem Kanu fahren. Müssen wir gleich nochmal auf die Karte gucken. Und ja, heute Abend auf jeden Fall ein Feuer. Ganz klar.
und das Brot dann, also den Teig verarbeiten. Ah, ich denke, das wird gut. Also, bis gleich. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Autofriedhof, gerade losgelaufen. Ja, soll jetzt gleich anfangen zu regnen. Eben hat es schon kurz geregnet. Ja, ich denke mal, so eine Stunde laufen wir hin, ganz entspannt. Und dann gucken wir mal, wie das da aussieht und dass wir mal ein paar gute Bilder machen von dem Autofriedhof. Habe ich so auch noch nie gesehen. Ich habe ein paar Bilder im Internet gesehen. Sieht schon ganz cool aus. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, wir laufen jetzt wieder zurück. War ganz cool auf dem Autofriedhof. Also wer die Tour macht, auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und ja, ich denke mal, wir brauchen jetzt wieder dreiviertel Stunde. Und dann machen wir Feuer. Regen hat uns zum Glück bis jetzt verschont. Und ja, dann machen wir gleich Brot. Und mal ein bisschen Feuer machen. Ein bisschen Whisky trinken. Ja, perfekt. Also bis gleich. Thank you.
So, meine Lieben, wir haben gegessen, den ganzen Teig aufgebraucht. Jetzt haben wir noch Frühstücksbrötchen für morgen früh. Perfekt. Und ja, wir chillen jetzt noch ein bisschen am Feuer, trinken noch ein bisschen was und dann gehen wir auch pennen. Also, gute Nacht und bis morgen früh wieder.